Oh mein Gott, sieht das gut aus. Habt ihr gerade beide gleichzeitig Mmm gemacht? Ja. Was habt ihr denn für Räudige? Oh mein Gott, Hilfe, hallo. Eventuell habe ich die Lösung für unser Sesselproblem. Und ein geheimes Projekt, Freunde, was schon sehr, sehr bald kommt. Hallo Freunde, ich bin gerade Geschenke am Einpacken. Wer hätte damit gerechnet? Niemand. Denn es ist ein Geschenk für Kobi tatsächlich. Ja, einfach an so einem random Mittwoch in der Woche. Hat aber einen Grund, denn das, was sich hier drinnen verbirgt, wollte ich ihm eigentlich dieses Jahr zum zweiten Hochzeitstag schenken, weil es wirklich was ist, was er sich schon super lange wünscht. Und Kobi hat eigentlich immer so Phasen, wo er sich was wünscht und dann nach 2 Monaten ist es so, braucht glaube ich doch nicht, keine Ahnung, aber das wünscht er sich wirklich schon so unglaublich lange und jetzt habe ich, oder schon vor längerer Zeit, mich dazu entschieden, ihm das zum Hochzeitstag zu schenken, habe es aber, wieso, weshalb, warum auch immer, durch Zufall vor 3 Tagen im Angebot entdeckt auf einer anderen Website und habe quasi direkt zugeschlagen und da ich ein Mensch bin, der sobald Geschenke zu Hause liegen, ich kann es nicht für mich behalten und ich habe jetzt gerade überlegt, boah, schaffe ich es wirklich 3 Monate jetzt noch, das zu verstecken und es ihm nicht zu schenken. Da dachte ich so, ach komm, sowas ist doch irgendwie auch unnötig, weil dann liegt es hier rum, es kann nicht benutzt werden. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, es ihm jetzt schon zu schenken. Deswegen packe ich es jetzt gerade ein. Er ist gerade beim Sport und wenn er nachher wiederkommt, darf er es auspacken. Bin gespannt auf seine Reaktion, weil er damit, glaube ich, wirklich niemals im Leben rechnen wird. So. Super, super, super. Hallöchen, Freunde. Bin kurz im Netto. Nehmen wir ein paar Salate. Trauben für Frau Mahoney, die hat sie sich gewünscht. Und ein paar weiße Tulpis. Als kleine Überraschung für sie. Hallo? Hey. Schatz? Hä? Wo bist du? Okay. Ich hab dir Blumen mitgebracht. Was ist das denn jetzt? Hä? Hey, ich hab dir ein paar Tulpen mitgebracht zu den Trauben, die du wolltest. Hä, hey, was ist das denn? Warum? Ich hab doch nicht Geburtstag. Aber warum ein Geschenk? Hä? Warum krieg ich ein Geschenk? Ein Geschenk für dich? Setz dich. Okay. Und das ist eigentlich, wollte ich dir das schenken zu unserem 2. Hochzeitstag. Okay. Aber jetzt ist es mir zufällig in die Augen gesprungen, weil es im Angebot war. Und ich will nicht warten jetzt bis Juli, deswegen kriegst du jetzt. Am besten du preist es einfach so auf. Okay, ich sag jetzt nichts, ne? Ich habe gar keine Ahnung, was drin ist. Aber ich habe die letzten 2 Tage über was nachgedacht. Was? Wenn das da drin ist. Was denn? Dann raste ich wirklich aus. Aber was hast du denn? Nein, das ist ja blöd jetzt. Nein, das ist blöd. Nicht. Was? Warum? Nein. Ja. Wenn das doch jetzt was anderes ist. Ich will's wissen. Nein, bitte. Schatz, nicht zu mich nicht. Hast du immer noch bei dir im Suchlauf? Nein. Ich habe einfach nur noch mal über was nachgedacht. Okay, warte, dann mach das ab erst, damit du richtig aufreißt. Okay. Weil ich wieder so viele Videos von so einem Boutique ausgesehen habe. Oh Mann. Danke. Oh, ich bin ganz verschwitzt. Mann, yay. Geil. Ist denn der richtige? Ja, ich keine Ahnung. Ich muss mal gucken, bei Lieferung, der Karton ist echt kaputt. Ja. Oh mein Gott. Oh. Wir müssen gucken, oh. Aber das ist nicht der richtige. Okay. Das ist der Wahnsinn, Babe. Ich weiß so. Das, aber wie kann das sein? Weißt du, ich denke seit Jahren über das Ding nach. Und jetzt seit 2, 3 Tagen kriege ich wieder so viele Videos auf meiner Seite. Vor 3 Tagen habe ich es bestellt. Ich liebe dich, du bist crazy. Oh geil, wir können so geiles Eis machen. Ja! Ja. Der ist gerade eben angekommen, als du nicht fahren wolltest. Und den DVD. Ach so! Das war zu Beginn. Oh, ich liebe dich, Babe. Können wir das direkt ausprobieren? Ja, ich weiß aber nicht. Ich glaube, das muss erst eingefroren. Ja, das muss über Nacht eingefroren sein, aber dann können wir es morgen essen. Aber das ist natürlich hier schon hart, ne? Hast du das gezeigt? Nee, hier, seht ihr das, Leute? Das ist echt hart. Also, ne? Ich habe auf jeden Fall schon mal reingeguckt. Ich glaube, das ist wirklich eine Verpackung. Also, ich sieht auch alles gut aus. Ja, okay. Das kann halt Ice Cream, Light Ice Cream, Bowl. Also, das ist ja genau der, den ich immer sehe von der Form. Ja, genau. Das andere Ding ist so riesig und nee, die Milchshakes. Das brauchen wir nicht. Der kann auch einen Milchshake. Ich habe gestern nochmal auf der. Heavy Random. Wow. Das ist der Wahnsinn. Mann, und ich komme auch noch hier rein, Alter. Wo sind die Blumen, ey? Wie lustig, dass du genau heute mit Blumen. Ja, weil ich habe eben gesehen, dass die tot sind. Und ich dachte, ja gut, wenn ich über Netto bin, die hatten gerade Tulpen im Angebot, dann bringe ich dir welche mit. Danke. Dann checkst du beim nächsten Hochzeitstag, ja? Nein. Dein Geschenk ist durch. Geil! Jetzt geht er mir nicht mehr auf die Nerven, Leute. So oft hat er mir schon gesagt, er will dieses Ding haben. Und jetzt hat er es. Ja.
Ich habe auch so richtig krasse Reels gesehen, da machen die da Pistazien rein und ja. Salz und Cashewcreme. Ja, und du kannst ja alles krank, Raffaello. Alles Protein. Du kannst ja. alles mit Proteinpulver. Ja. Wollen wir jetzt direkt mal eins reinmachen? Ja. Okay. Okay, die erste Fuhre kommt jetzt rein. Das ist einfach nur Magermilch, also 1,5% mit Proteinpulver für Mone mit Kakaopulver, weil sie ja nicht auf Kalorien sparen muss. Und dann einfach rein und so für alles zwischen 15 und 24 Stunden. Die müssen gerade stehen, Freunde. Ja, steht das im Rezept, ne? Ja. Ja, super. Ja. See you. Tschüss. Hi. Was? Hi? Wieso hi? Das ist so ein komisches Hi. Ich wollte einfach nur anfangen zu vloggen. Was? Das ist ein komisches Hi. Ich wollte euch nur was zeigen, weil ich versuche... Ich wollte nur... Ja, okay, danke, Schatzi. Ich wollte euch nur zeigen, was aus den Lampen geworden ist, beziehungsweise... Das ist nicht dein Ernst, oder? Manchmal finde ich so random Dinge so lustig. Hi. Die haben tatsächlich jetzt hier ihr Plätzchen gefunden. Einmal hier. Mach ein schönes Licht. Hi. Hi. Und als nächstes noch hier. Sind zwar jetzt natürlich nicht dieselben, wie ihr schon mitbekommen habt, aber sehen tatsächlich echt cool aus und haben halt Solar. Dementsprechend laden die sich auf. Und wenn dann jetzt es wieder hell wird, beziehungsweise da direkt Licht kommt, dann gehen sie auch sofort wieder aus. Wie schnell das auch geht. Hä? Das sieht richtig gruselig aus. Was? Jetzt macht meine Lampe hier oben irgendwelche Probleme. Oh mein Gott, nein, ich glaube, ich habe die gerade zurückgesetzt, weil ich die dreimal an- und ausgemacht habe. Nein. Und was ich euch noch zeigen kann, Freunde, fällt euch hier was auf? Fällt euch was auf? Vielleicht sieht der eine oder andere. Ach, genau, das Laufband ist nicht mehr da. Und habe ich etwa einen guten Platz dafür gefunden? Zack, tada. Das wird niemals im normalen Alltag jemand sehen, außer wenn man hier lang geht, dann kann man es im Hellen erahnen. Im Tageslicht sieht man das. Ja, ein bisschen. Nur kurz wollte ich sagen. Ja, okay. Da gucke ich übrigens gerade unseren eigenen Vlog. Probe gucken, Freunde, keine Sorge, ist jetzt nicht so, als würde ich gerne meine eigenen Vlogs immer gucken, aber... So wie ich immer. Ja, Oma Uni macht das recht gerne. Ja. Die liebt es, unsere Vlogs zu gucken. Ich habe da irgendwie so ein... Hey. Ach, du bist so... Hi. Hallo. Leute, gestern Abend hat Kobi die lustigste Aufnahme meines Lebens gemacht. Meines Lebens, weil ich mich totgelacht habe. Das war die letzte Aufnahme. Das war die letzte Aufgabe. Wirklich, wenn ihr das im Vlog seht, ihr werdet euch totlachen. Na, auf jeden Fall, die 2 Euro mehr sind da. Geh mal kurz auf mich. Freunde, es ist... Perfekt, dankeschön. Es ist der nächste Tag. Danke, reicht. Danke. Nicht noch einmal machen, wirklich. Nein, ja. Reicht jetzt, danke. Ja. Also, nächster Tag. Ja! Der nächste Tag, wir waren im Büro und hatten ganz, ganz viele Meetings, unter anderem für Marmeladenstübchen und ein geheimes Projekt, Freunde, was schon sehr, sehr bald kommt, worüber wir auch jetzt schon, also noch nicht im Detail reden können, aber wir können sagen, dass was kommt, das ist durch, das wird auf jeden Fall stattfinden und ihr werdet euch extrem freuen, wirklich extrem und ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was es sein könnte, was könnte the next big thing sein. Wenn du denkst, dann denkst und du denkst, dein Mädchen kann es nicht und dann schau in mein Gesicht. Ja. Okay, reicht. Ja, den Leuten wird schlecht vor dem Bildschirm, dieses Übertriebene. Leute, ist etwas angekommen und wir werden jetzt Hans Hilfe benötigen. Yes. Hans, tatkräftige Muskelarbeit. Ich bin nicht zum Wo sind deine Muckis? Ich bin nicht zum Arbeiten. Warum kann ich euch nicht helfen? Komm, wenn du willst. Nein. Dennis, ist was angekommen. Wir haben eventuell, war ich mal wieder hier, ne? Ich hab's ja nicht nur hier, Freunde, ich hab's auch hier. Und hab tatsächlich... Weder noch. Habt ihr gerade beide gleichzeitig ein gemacht? Was seid ihr denn für Räudige? Und ihr schimpft euch bester Freund und Ehemann, ich glaub's ja nicht. Eventuell habe ich es hier gehabt und habe die Lösung für unser Sesselproblem. Und wir haben einen Schirm gekauft für den Garten. 1, 2, 3, boom. Das ist nicht der Schirm, sondern das ist die Lösung. Und zwar, da unter dem Ding ja nie Wiese ist, haben wir uns jetzt Fake Wiese gekauft. Jawohl. Oh, das fühlt sich auch voll an. Ja. Wow. Und ja, Freunde, es ist natürlich logisch, wir haben schon sehr viel kaputte Fläche, aber wir haben uns jetzt überlegt, wir legen dieses Stückchen an die Stelle, wo er fest steht. Und zwar in dieser Ecke finden wir jetzt einmal den perfekten Platz. Drumherum wird dann schön gesät, dass es nachwächst. Und wenn wir es dann im Sommer mal so haben wollen, dass der mal einen Tag hier steht, dann verkraftet das der Rasen. Nur diese Ringe, dieser Streifen, tote Fläche, entsteht halt nur, wenn der wirklich mehrere Monate an derselben Stelle steht. Deswegen wäre theoretisch, wenn es jetzt optimal ist, steht es da, dann mal für einen Tag hier hinholen und dann halt auch wieder zurück. Eben. Daran muss halt aber auch jemand denken. Ja, du am besten. Und Juli sollte dann nicht sein Geschäft drauf machen. Das korrekt. Hast du gehört?
Dankeschön. Vor allem Juli liegt im Sommer immer unter diesem Ding. Ja, das wird echt. Ich glaube, das ist die Lösung. Rund? Ja, ist rund. Genau, theoretisch so wie das. Also nicht ganz genau, ein bisschen Überstand, aber fast. Dann machen wir schön drumherum wieder Wiese und dann sollte das untergehen. Ja. Bist du beeindruckt von dir? Ja, ja. Hallo, so sieht er nicht gut aus. Ich bin beeindruckt, räumen wir erstmal aus. Ja, mach das mal mit deinen Nägeln, das ist super. Oh, ASMR. Oh, ja, Mike. Komm mal ganz nah ran. Oh, hier, Leute, hört mal. Wow. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Nein, super, lass erstmal so. Also, das war das Einzige, was es gab. Es gab keine Alternative. Also, das ist jetzt einfach so. Nee, ich guck gerade von der Größe. Ist doch super, perfekt passend. Ja, müsste. Es wird natürlich nicht perfekt sein, aber es ist besser als braun. Kannst du halten das Gestell? Ja. Dann weg mit dem Bums. Guck mal, wie es blüht hier auf einmal. So. Aber bitte passt jetzt einfach einmal. Ja. Oh Gott, Hilfe. Entschuldigung. Sickert euch sowas Regen durch? Ja. Oh mein Gott, das passt ja perfekt, als hätte ich es gemessen. Zack. Und jetzt stellt euch vor, hier drumherum wäre alles grün. Hä, das ist ja wohl perfekt, oder? Hä, das ist super. Es ist nicht perfekt, aber es ist besser ja, als braun. Ja, als Leute. Besser als braun, ja. Die Dingens kannst du eigentlich schon wegmachen. Das ist ja nur zum Überwintern. Kannst du wegpacken, die Folie. Ja, kannst du auch selber machen. Warte mal. Kannst du auch selber machen, ne? Aua! Ich hab einmal frei. Wow. Das ist echt super. Ach, hör auf. Bitte, du tust mir gleich noch weh. Oh, meine Schulter ist gerenkt. Alter Mann. Der mega Hammer. Die ist so gemein, sie mir wirklich. Es sieht voll natürlich aus. Ja, ne? Übel. Also ich sehe nicht, wo der Kunstrasen anfängt und der echte aufhört. Das sieht man einfach nicht. Das ist krass. Das ist wirklich crazy. Es ist besser als vorher. Das war das Einzige, was es gab. Super. Das holen wir jetzt. Au! Juli, alles gut, die tun nur so. Alter, ihr macht voll doll. Oh mein Gott, Hilfe, hallo. Ihr habt uns fast getroffen. Stopp, sonst gibt's keinen Ninja Creamy mehr. Was ist das? Ist das geil? Oh Mann, ja. Das ist geil. Hat meine Frau mir gestern geschenkt. Hast du nicht mein Wheel gesehen? Du darfst dich nicht verteidigen, sonst kriegst du keinen Ninja Creamy mehr. Du auch nicht. Aber ich will keinen Ninja Creamy. Du kriegst keinen Kohli. Kein Eis? Kein Kohli? Oh, Eis. It's Ninja Creamy Time! Creamy Time is a good time! Aber es soll, ich hab gestern schon eine Rezension gesehen, es soll bodenlos laut werden, ne? Echt? So richtig ohrenbetäubend laut. Oh. Stopp, ich hab gesehen. Was denn? Ne, hast du dich nicht informiert über dein krasses Was Gerät, denn? Du was hast du denn? Was hast du denn? Es ist besser für den, wenn dieser hubbelt, wenn man den einmal so wegmacht. Okay. Aber muss vielleicht noch nicht kaputt machen. Nee, machen wir nicht. So, okay. Also erstmal das. Ich muss schon mal Milch, weil man muss auf jeden Fall Milch machen. Das ist drauf. Ja, das machen wir mal genau. Bam. So, und jetzt muss man, glaube ich, auf Light Ice Cream drücken, ne, Freunde? Weil es keine fettige Milch ist. Dann machen wir halt einfach mal an. Ich würde auf Ice Cream drücken. Ich würde die Betriebsanweisung lesen. Oh nein, was ist jetzt? Ja, warte, blinkt doch. Moment, muss ich einfach machen. Ach, bei Install. Warum Install? Es ist doch alles installed. Schon mal die... Vielleicht doch Betriebsanleitung. Beim ersten Gebrauchen müssen Sie ungefähr 2,5 Stunden warten, bis das Gerät geupdatet ist. Programm auswählen. Wählen Sie ein Programm aus, um die Verarbeitung zu beginnen. Mach einfach nochmal raus und wieder rein. Nee, hier blinkt immer noch was. Bold Installation. Hinweis, stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vor dem Zusammenbau an die Stromversorgung anschließen. Wenn jetzt! Okay. Freunde, jetzt geht's los. Okay, geht jetzt gleich so runter. Ja. So, der erste Durchgang ist durch. Das sollte jetzt theoretisch sehr krümelig sein. Ja, genau. Und jetzt kommt so ein bisschen halt mal. Jetzt sollte man das nämlich gesehen gestern Abend. Wow, aber. Nein, noch nicht probieren. Ah ja, hat recht. Tschüss. Alter. Ein bisschen so machen. Und dann tut man dann noch wieder was Milch zu. Jetzt rein und nochmal auf Respin. Jetzt kommt der beste Schritt. Wir haben das jetzt nochmal gemixt und jetzt wird das bei Extras nochmal reingerührt. Langsam. Ich mache übrigens ein Kinderkart und ein Kinder Bueno White rein. Jetzt wird das theoretisch nur untergerührt. Ich bin sehr gespannt. Oh mein Gott, Bell. Ich glaube, richtig geil wird es, wenn du jetzt was isst und dann quasi wieder einfrierst, weil du es nicht mehr weiter essen möchtest. Dann ist es das nächste Mal so richtig hart. Ja, wow, ey. Ich bin so aufgeregt, ne? Hallo, guten Tag. Was haben Sie bestellt? Oh mein Gott, sieht das gut aus. Oh mein Gott. Was haben Sie bestellt? Ja, mein Kinder, Bruno, was? Oh mein Gott. Das sieht... Oh mein Gott. Taste! Oh mein Gott, guckt euch das an. Okay, ich taste.
Boah, es ist so luftig. Es ist so locker. Mm. Mm. Es ist so überkrass. Und wie die Stücke da drin sind. Es ist so creamy. Und das ist nur Milch mit Eiweißpulver. Ich muss sagen, ich schmecke auch Eiweißpulver. Mhm. Ich bin allgemein kein Fan von Eiweißpulver, von dem Geschmack. Mhm. Deswegen mache ich mir jetzt noch eine Portion. Ich habe mir Schoko mit Banane eingefroren. Aber mein Lieblingseis ist eigentlich Joghurt oder Zitrone oder sowas. Das probiere ich beim nächsten Mal. Aber ich wusste es gestern nicht auf die Stelle, wie ich das mache. Ja, taste this. Let's go.